Aber den offiziellen Segen hat Wodka erst während des Zweiten Weltkriegs bekommen. Angesichts der traurigen Erfahrung des Zarenregimes führte Stalin nach der allgemeinen Mobilisierung nicht das Alkoholverbot ein. Im Gegenteil, in die Soldatenration wurde eine Alkoholportion eingeführt, 100 Gramm Wodka. Wodka spielt im Leben eines russischen Menschen eine viel größere Rolle als im Leben eines Europäers. Vielleicht nur mit der Ausnahme der Finnen. Das Problem liegt im Zusammenspiel des kontinentalen Klimas und der kontinentalen Gesellschaft. Nichts Weiches, keine Halbtöne. Die Menschen vertrauen einander nicht. Von einem Fremden erwartet man Niederträchtiges. Deshalb muss die Kommunikation weicher werden, damit der Tanz des Dialogs beginnen kann. Man braucht einen speziellen Erweiterer für das Bewusstsein. Ich habe jetzt auch Schwierigkeiten, mit ihnen zu sprechen. Mit Alkoholabstinenz, vielleicht verstehen es auch die Machthaber, beginnt der russische Mensch nüchtern zu werden. Und wenn der russische Mensch in einer so großen Dimension nüchtern wird, ist er aggressiv. Also die Kränkungen, die mit Wodka wieder gut gemacht werden, sie kommen dann zum Vorschein. Wodka ermöglicht auch das Leben in extremen Situationen. Natürlich ist Wodka ein Mittel zum Regieren. Wodka ist die Grundlage des russischen Lebens. Wodka ist aber auch ein Widerstandsmittel. Die Macht verlangt das Maximum vom Volk. Und das Volk sucht nach einer Antwort, und die besteht darin, dass wir im Delirium versinken. Versucht uns mal zu finden. Wir liegen da betrunken, deckt uns. Wir verstehen nichts. Das erlaubt einem ganz einfach, sich dumm zu stellen.